herzlich willkommen bei TipTapTube. Hallo. Wir machen heute hier eine ganz coole Challenge, und zwar eine Frage, keine Antwort. Genau, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht so, okay, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber es ist sehr lustig. Macht Spaß. Vielleicht kennt ihr das ja. Und ansonsten ist ungewohnt. Machen wir kurz mal einen Probedurchgang, würde ich sagen. Ja. Wie grün bist du? Also die Frage muss auch Sinn ergeben, oder? Ich glaube, die Frage sollte schon richtig sein. Ja, aber ich habe jetzt gar nicht damit. Wie grün bist du denn? Ja, was soll das denn? Ja, eben, weil ich bin grün. Also, der Jüngste fängt ja bei uns immer an. Also, Ash, dann leg mal los. Wann bist du heute aufgestanden? Bist du ausgeschlafen? Wie ist das Wetter heute? Wann warst du heute zur Schule? Ich wollte eigentlich ihn fragen. Ich war gar nicht zur Schule. Naja, ich glaube, ihr wisst jetzt, worum es geht. Genau. Also man darf nicht antworten, man darf die Fragen nicht wiederholen. Und man geht jetzt nicht reihum, sondern immer abwechselnd mal. Also man so, kann sich irgendeinen aussuchen. Genau, dass die anderen nicht wissen, wer jetzt noch dran ist. Weil sonst kann man sich selbst überlegen. Das muss ganz spontan sein. Und wenn ich jetzt eben das versiebt habe, was passiert denn? Gibt es jetzt eine Bestrafung? Die werden wir jetzt mal holen. Dann machen wir Bestrafung. Okay, dann müssen wir mal gucken, was können das wir da holen. Gibt. Ja. Okay, und hier wird jetzt das Gebräu zusammengemischt. Das Gebräu, was ist das denn? Salzstangen. Was nehmen wir hier denn Schönes? Ich würde mal sagen, ich nehme mich hier mal Quark. Und wer findet, dass unser leckerer Saft noch mit dazu kommt? Ja, alles mit rein. Okay, Schnucki, nimm den Saft mit dazu, da steht er. Und guck mal, hier oben haben wir noch was ganz Gutes. Alnatura Streichcreme. Und Mama hat noch Milch gefunden. Gute Idee. Und das darf natürlich überhaupt nicht fehlen. Pizzagewürz. So, und das Ei ist schon mal drin hier. So, der Rest kommt natürlich auch noch mit rein. Alles? Immer noch. Komm rein. So. Und Ash, was kommt jetzt von dir? Pizzagewürz. Okay, hau es rein. Und Mama, was kommt von dir mit dazu? Ich nehme jetzt... Mal gucken. Noch geht's eigentlich. Das ja, noch geht's? Noch hier ein paar Stücke dazu. Komm, wir können das noch mal reinpacken. Das ist so ekelhaft. Und als Krönung kommt unser Saft noch dazu. Oh ja, das reicht. So, gut. Umrühren. Hier kommen die Kräuter jetzt mit dazu. Jawohl. Gibt es noch eine größere Öffnung? Und hier ist die größere Öffnung. Oh Gott. Wie viel machst du rein? Und jetzt ist es fertig. Hier ist unser Strafgebräu. Und dann. Ich will nicht verlieren. Geht es zurück ans Spiel. Okay, füllen wir mal hier. Ach, jetzt das Finish rein. Oh Gott. Da war noch. Ja, lecker mit Salzstangen. Ash kriegt weniger, ist klein. Ja, aber man muss ja nur einen Schluck nehmen. Ach, das ja ist für dich, Schatz. Das ist ganz gesund. Komm, hier sind Schlucki. So, okay. Wir müssen geht los. Wann bist du heute aufgestanden? Wie geht's dir, Papa? Wie grün bist du? Das zählt nicht. Das habe ich doch schon am Anfang falsch gemacht. Bitte, nimm einen ordentlichen Schluck von deinem gesunden Drink mit dir. Und? Boah! Das ist ja. Ich würde sagen, dann als nächster macht Ash weiter. Wann hast du heute die Zähne geputzt? Warum bist du so rot im Gesicht? Warum ist draußen blau? Du darfst mich nicht wieder fragen. Echt nicht? Nein. Du guckst mich an und fragst. Zweiter Verlierer. Wenn wir beide Großmahlzeit. Wenn wir nur noch beide sind, jetzt müssen wir gucken, dass wir gegenseitig. Und lecker, oder? Ein Stück. Ich hab nicht mal so viel gehabt. Okay, so, Ash. Du fängst an. Du musst jetzt hier essen. Mama, du kannst das anfangen. Ich fang an. Wie war denn die Schule heute? Was hast du zum Mittag gegessen? Was hast du an Hausaufgaben gemacht? Wann bist du heute ins Bett gegangen? Was hat dein Freund heute gemacht in der Schule? Was hat deine Freundin heute in der Schule gemacht? Zählt nicht. Doch, zählt. Zählt? Na gut, so. Wann kaufst du ein neues Haus? Mama, ich wollte zusammenbauen. Ich wollte schon. Also damit hat der Ash die erste Runde gewonnen. Ja, ich muss nichts trinken. Mama muss noch was trinken natürlich. Oh Leute, muss ich da? Ja klar. Was ist? Ach, rutsch mal ein Stück rüber. Das sieht echt gut aus. Also ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Gut. Bei mir sind noch mehr. Hat Mama schon getrunken jetzt? Und ich habe das verdeckt. Oh, die Stücke da drin, das sind so gut. Diese Kräuter, ne? So, ich würde sagen, der Gewinner fängt an, ne? Zweiter Durchgang. Wann bist du heute aufgestanden? Wie geht's dir, Papa? Hast du heute Zähne geputzt? Was macht dein Freund heute? Warum ist draußen so hell? Was hast du heute angezogen? Hast du dein Zimmer aufgeräumt heute? Dieses dein Krokodil-T-Shirt. Wie spät ist das? Wann kaufst du dir ein neues Haus? Wieso sagst du mir diese Frage? Mama! Warum fragst du nicht weiter? Ja, weiß sie auch nicht. Mama verlässt uns.
Geh nicht auf Toilette. Ich fang an. Papa, wann warst du das letzte Mal auf Klo? Wie spät ist das? Was hast du heute angezogen? Wie geht's dir? Regnet draußen? Hast du eine Unterhose an? Was machst du gerade? Bist du schon mal Fahrrad gefahren? Was hast du heute zur Schule angezogen? Stinken deine Socken? Wie spät ist das heute jetzt? Scheiße. Das hab ich doch schon gemacht. Papa ist oben raus. Geht's hier um uns beide. Und ihr beide, toll. Dass ihr das durchhaltet. Ich mach das nicht. Boah. Ash macht weiter. Was ist das für ein ekliges Gebräu? Warum brauchen die Pflanzen hinten eigentlich Wasser? Wieso ist es draußen hell? Guck dir mal den Stern an, warum ist der so sternig? Wieso sind die? Ja, Max, das war gut. Mach mal. Das macht doch Sinn. Große Mahlzeit. Ja, das macht doch voll. Nee, du hast dein erster Satz war aber. Ja, das darf man doch wohl nicht. Wieso ist der Stern so sternig? Frage. Komm, Brot. Das macht doch voll Sinn. Ja. Nein. Ja. Klar, ich wollte eigentlich sagen. Nein. Hätte ich eigentlich gesagt, hätte es gezählt? Nein, ist gar nicht. Warum ist der Stern so sternig? Hätte ich eigentlich gesagt, würde das gehen? Ja, vielleicht schon eher. Ach, aber schon eher. Sternig. Achso. Wieso ist der Stern so sternig? Hast du schon Gänsehaut? Max hat nämlich die Eigenschaft, dass er, wenn er was Ekliges. Ich will gar nicht denken, was da drin ist. Das geht. Absolute Gänsehaut. Das war früher vielleicht, so ist das jetzt schon weg. Was hast du heute auf deine Zahnbürste gemacht? Warum seine Augen so blau? Darf ich hier freiwillig aufhören? Hast du das jetzt Mama gefragt, ne? Hast du schon Mann! Ja, okay, damit höre ich ja freiwillig auf. Warum trinken? Warte mal, wieso? Du hast doch gefragt und Mama hat nicht geantwortet, was? Nee, was spuckst Mama du denn da hat jetzt? Anstatt zu antworten gelacht. Ja, weil er mich nicht fragen durfte. Wieso durfte er nicht fragen? Man darf nicht wieder den gleichen. Ich habe noch was gefragt. Ach, das ging zurück? Nein, das ging nicht zurück. Doch, das ging zurück. Ich habe es jetzt gerade erklärt. Nein, das schreibt ging auf keinen Fall in die Kommentare, zurück. Ob er gerade gelogen hat. Ja, klar habe ich gelogen. Hier, Papa, kannst weitermachen? Ja, okay. So, es geht los. Und zwar, welche Farbe hat deine Zahnpasta? Was hast du heute angezogen? Wollen wir einkaufen fahren? Hast du heute Morgen gefrühstückt? Welche Farbe hat dein Pulli? Ja. So, kurze Unterbrechung hier. Ich musste mir überlegen, was ich Ihnen jetzt frage. Mama, du bist raus. Schmeckt's? Ja. Schmeckt wie frischer Joghurt. Mama ist weg. Mama. So, fang an. Wann bist du heute spazieren gegangen? Wie alt bist du? Wieso ist die Decke blau? Wo wurdest du geboren? Wieso ist der Himmel blau? Magst du Marzipan? Warum ist es draußen hell? Regnet es draußen? Warum muss man schlafen? Glaubst du an den Weihnachtsmann? Glaubst du an den Nikolaus? Wie heißt der Osterhase? Wie heißt der Osterhase? Also gilt das nicht? Nee. Wieso? Weißt du, wie der heißt? Nein. Also das gilt. Das kann man doch fragen. Na gut, dann geht's weiter. Bist du heute in die Schule gegangen? Bist du schon mal Schlitten gefahren? Hast du dein Abitur schon abgeschlossen? Wie viele Zähne hast du? Wie groß sind deine Augen? Warst du schon mal beim Zahnarzt? Wie groß sind deine Nasenlöcher? Magst du es, wenn man in deinen Zähnen rumbohrt? Warst du schon mal beim Optologen? Hast du Angst im Keller? Hast du Angst in der Dunkelheit? Magst du Spinnen? Warst du schon mal im Wald? Hattest du schon mal so eine richtige Gänsehaut? Wieso ist das Dach so schräg? Wieso schwitzt du eigentlich so? Warum schwitzt du nie? Warte mal, zählt das? Nein, also das ist auch so Wiederholung, ne? Ja, schon eher Wiederholung. Nein, dein erster. Nein! Aber ich muss ja sagen, du hast das richtig gut gemacht. Ich finde auch. Echt schlagfertig, ne? Das erste Mal nicht erster geworden. Das schmeckt total gut. Vor allen Dingen hat man die ganze Zeit was da vorne. Geschmack, den wird man nie wieder los. Das sind die ganzen Kräuter. Ich will schon vor. Ja, ich hab schon gesehen, die Tränen steigen dir schon in die Augen, ne? Schmeckt bestimmt auch. So, das war jetzt hier die finale Runde. Wir alle haben noch reichlich hier von unserem Drink. Aha. War richtig köstlich, also. Also, wer das Glas ganz austrinkt, darf heute Abend 6 Stunden am Computer spielen. Nee. Ich würde das nicht mal, wenn du mir Geld geben würdest, würde ich das nicht machen. Doch, für Geld? Aber ich. Nee. 1000 Euro? Nein. Sagen wir 1000 Euro. Nein. Ich bin dabei. Nein. Bin dabei. Ja, ne? Ich hätte das auch gemacht. Kein, ich nicht. Ich bin nicht. Ich kann das nicht. Kannst, das ist. Nein, nein, nein. Machen wir? Einmal kotzen für 10.000 Euro. Ja, ich nehme mal 1000. Okay, ist für 1000 Euro. Ja, machen wir. Ist ja egal, wir machen das nicht. Ich wüsste nicht, was wir machen.
Also so. Hunde mache ich es auch. Nee. 50? 50 Euro. Ja? Nein. Ja? 50 Euro. Du hast eine Bauchschmerzen, du musst spucken. Lass das jetzt. Hört auf jetzt. 50 Euro. Hört auf jetzt. Und morgen kannst du nicht zur Schule, ne? Weil du hier krank liegst. Ja, mach, weil mach, da ist ein hohes Ei drin und sowas. Mach mir keine schlechten Gedanken. Soll ich das jetzt trinken? Mach 50 Euro, kriegst du. Das ist weiß ekelhaft. Ist im Grunde das ist nur wie, ekelhaft. Könnte auch ein Griechenjoghurt sein oder so. Griechenjoghurt? Ja. Hast du Griechenjoghurt schon gegessen? Soll ich das trinken? Spezialjoghurt. Willst du 50 Euro haben von ihm? Ich hab den Geschmack immer noch. Du bist den ganzen Tag den Geschmack im Mund. Ich mag gar nicht Corona. Du bist krank, du bist krank. Ach. Traut er sich? Traut er sich? Eigentlich ist das Video schon längst zu Ende. Nein, nein. Er wirkt schon. Er denkt an die 50 Euro. Und hat es nicht geschafft. Weil das einfach nur ekelhaft ist, ne, oder? Ich würde mal sagen, kurz weg. Musst du jetzt spucken? Ich würde mal 10 Euro. Was war denn? 10 Euro musst du denn da. Was war denn das Schlimme daran, weshalb du aufgehört hast? Die Stücke. Die Salzstangen, ne? Das sind Salzstangen und die Kräuter. Das ist auch gut. Weißt du, das ist schon schlimm. Ich muss doch mal an den Geschmack kommen. Erstmal die Banane geholt. So, okay, also. Das ist nicht lecker. Kann ich Toast hier machen? Wir werden über den Tag verteilt noch alle hier in unseren Spaß haben. Nein. No Lebensmittelverschwendung. Ja, hier kannst du ein bisschen was von haben. Lecker, oder? Ich hab schon weniger. Alles für dich, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.